What's up, Maomis? Es ist wieder Holy Player. Und, gute Neuigkeiten. Ihr hört es zwar. Neues Mikrofon. Ich, höre mich nicht mehr so scheiße an wie beim letzten Portal Let's Play. Und ich habe mich entschieden, da niemand das wahrscheinlich von euch angeschaut hat, aber vielleicht heute jemand dieses Video anschauen wird. Ja, genau du. Vielleicht sollte ich was anderes machen. Wir bleiben aber bei Portal. Weil ich habe eine Beta von Portal gefunden. Es ist die 2005er Beta. Und sie sieht nicht so schlecht aus. Siehst du? Schau, wir wurden anscheinend entführt. Da waren wir nicht mal in einem Hyperschlaf. Und diese langweilige Musik ist halt gelaufen. Als Klo haben wir so ein verrostetes, altes Ding, das wahrscheinlich von den Leuten überhaupt nicht mehr geputzt wurde. Hier haben wir einen Kübel, falls wir uns ankotzen müssten. Und das Portal scheint sich auch richtig geändert zu haben. Vor allem grafisch sah alles anders aus. Mich erinnert hier alles eher an Half-Life 2, wo Combine alles zugerichtet haben. Aber ich hoffe, dass wir hier bald durchkommen. Lasst mich durch. Ich glaube, das machen wir einfach mal schnell. So. Und mit der Macht von Cheats und der Source Engine bin ich schon draußen. Als Box haben wir das. Das ist einfach ganz normal. Das stellen wir da hin. Ich sag hier erstmal, hier sieht nicht alles so aus, wie ich es mir vorstellen würde. Ich meine, Portal war was ganz anderes. Der Aufzug war auch nicht ganz besonders. Energiefelder gab es überhaupt nicht, damit man was durchschmuggeln nicht kann. Und Ladezeiten gab es auch kaum. Das Einzige, was man machen konnte, ist da. Ich suche schnell die nächste Map, Leute. Verklagt mich nicht. So. Geben wir ein. Oh, ich habe ein L vergessen. Entschuldige. Ich bin unprofessionell. Yeah, so sah die verdammte Portalpistole aus. Erinnert mich auch wieder an die Gravity Gun. Und die Farben waren auch ganz anders. Es gab Blau und Violett. Und diese Lightning Bugs, die erst behoben wurden, als das Spiel auch wirklich rauskam. Da sind jetzt Energiefelder. Warum auch immer. Wir können hier nichts mitnehmen. Es sei denn, wir können. Und ja. Es verschwindet. Wieder so eine komische Handbewegung gemacht. Ich bin mir sicher, ich bleibe jetzt gleich wieder hier irgendwo stecken. Und ich hatte recht, man muss wieder Level eingeben, in das man will. So, mal sehen. Man sieht, in der Beta von 2005 waren einige Maps nicht wirklich so erstellt worden, wie wir sie kennen. Da haben wir das kennen wir. Diese Karte war ein Horror für mich. Und das hat sich gleich wieder. Wirklich? Okay, ich hoffe, ich hab's jetzt. Nein, das scheint irgendwie ein kleiner Bug zu sein. Den packe ich nicht. Ja, typisch Beta. Die funktionieren einfach mal gar nicht. Oder nicht so, wie sie es wollen. Jetzt hat es funktioniert.
Und wie hässlich das alles aussah. Mehr können wir dazu nicht sagen. Es ist einfach nur Portal in schlecht programmiert und anderen Texturen. Weniger, naja, Testkammern zu absolvieren. GLaDOS trifft man auf einmal gar nicht mehr. Die hat keine Party. Nimmt am Geschehen nicht teil. Leitet uns auch nicht durch die Testkammern. Aber ich weiß, was zu tun ist. Mir hätte es eigentlich auch so gefallen, wenn sie das Spiel so gelassen haben. Man schaut es an, es ist nicht schlecht. Es ist nur ein bisschen unfertig. Ich würde es spielen. Es ist kein Problem für mich. Ich würde es ernsthaft spielen, so. Abgesehen von den Bugs, die hätten sie ein bisschen beheben können. Und noch, ja, das haben wir auch. Und Framerates sind tief. Scheinen wir erledigt zu haben. Dann holen wir noch die mit, wenn wir da durch dürfen. Vielen, vielen Dank auch. Perfekt. Ja, das Crosshair habe ich aber noch nicht ändern können. Das wäre auch ein bisschen anders gewesen, ja. Und ein paar Leute, die haben mir das so geschickt. Ja. Haben gedacht, ja, ich habe gesehen, du suchst die ganze Zeit nach Portal Beta. Hier hast du was. Wird dir vielleicht gefallen. Und ich so, wow, cool. Wir schauen noch ein bisschen. Ich glaube, das war das. Das nächste. Diese Testkammer war Horror. Da fehlt schon wieder eine Textur, da ist irgendetwas falsch. Da fehlen eine Menge Texturen. Und diese Energiedinger kommen auch rüber. Was war das eigentlich auch eine Idee, die so extrem stark aufzuladen, dass man da überhaupt nicht durch kann? Ich bin mir ja sicher, das war hier nur zum Testen gedacht. Na gut. Suchen wir noch einmal die letzte. Und in diesem Spiel ging es nicht darum, einen Computer hinzumachen. Wir wissen, der Computer ist überhaupt nicht mal da. Es geht einfach nur darum, naja, seht selbst. So viel zu spoilern will ich eigentlich nicht, obwohl eigentlich nützt es euch eh nichts, weil ihr nur die Beta bekommt, wenn ihr nachfragt. Dieses Spiel hat eine Menge Ladezeiten, meine Festplatte haltet auch nicht so viel aus. Aber hier sind wir. Voller fehlender Texturen. Und das freut mich natürlich. Aber man kann ja nichts machen. Auxiliary Port activated. Schau, in diesem Spiel ging es nicht einfach darum, den Computer hinzumachen. Es ging einfach darum, zu entkommen. Es war einfach zu schlecht dort. Aufmachen bitte. Brennt erstmal alles, da müssen wir uns durchhauen. Und natürlich verbrenne ich mich selbst und wir leiden.
Schön gemacht. Voller Lag-Moment wird es in diesem Display noch gehen, das sehe ich. Schrecklich. Da kann ich ein Portal setzen. Perfekt. Und von da bin ich gekommen. Wie schlecht. Vielleicht muss ich diese Tür öffnen. Da werde ich was drinnen finden. Ja, wir müssen jetzt einfach die Batterien suchen und endgültig kommen. Da ist schon eine. Herzlichen Glückwunsch, ich habe eine gefunden. Die wird wahrscheinlich im Feuer sterben. Traurig, aber wahr. Das Spiel bin ich schrecklich. Gut. Okay, ich habe es auf den Tisch gestellt. Schon Batterie, du. Und die können wir jetzt auch einstecken. Und wir sehen hier, da unten schwirrt das Logo einfach herum. Und Bugs gibt es hier reichlich. Da sehen wir dieses Fizzle-Fuzzle, da schwirrt es rum. Ich mag das nicht, ja? Ich würde es gerne so einmal spielen, aber wenn es die ganze Zeit verbuggt ist, dann würde ich da stehen bleiben. Und Sina an, wir haben wieder ein paar Portalfehler. Durchkommen wir sicher hier nicht. Diese Tür lässt sich auch nicht öffnen. Die auch nicht. Alle Türen sind hier abgesperrt. Das ist der einzige Weg gewesen. Und hier gibt's gar nichts Interessantes. Der einzige Weg wäre hier durch, aber das ist so klein, dass sie das einfach, naja, nicht bringen, das Portal dahin zu schießen. Deswegen werden wir uns hier durchklippen. Und da sind wir. Fehlende Texturen sind ja auch, schöne Spiegelung. Würde mir eher freuen, wenn sich gar nichts spiegeln würde. Ich hab die Batterie. Schön. Und ich glaube, das war dann auch gleich. Die letzte muss ich noch holen. Da hat sich etwas zugebaut. Da können wir nicht mehr rein. Das dürfen wir nicht. Das ist gesetzlich verboten. Das bewegt sich auch wieder so verrückt. Alter, ich krieg Augenkrebs. Hier haben wir wieder solche Orte. Ah, da haben sie uns zugeschaut, unseren Führer. Hm? Und ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Ah, Schwindelgefahr, Leute. Für die, die auch noch nicht gespielt haben. Es ist wie eine Achterbahn. Erledigt. Wir sind da oben, wir müssen da durch, uns wieder diese schönen Grafikfehler anschauen.
noch. Und da fällt man einfach durch und das hat sich. Und da drinnen ist die letzte Batterie. Voller violett-schwarzen Dingen und das wollen wir uns holen. Schlagen einfach das Glas ein. Pass auf. Ich frage mich auch meistens, warum können sie das nicht einfach bei der Hand tragen? Warum muss der einfach kleiner Jolly alles mit seiner Pistole anzappen wie ein Magnet? Das ist nutzlos. Verbraucht ja nur Energie. Aber was rede ich schon da? Wir sind immerhin auch schon fertig mit dem. Auxiliary Power fully charged. Das Logo dreht jetzt völlig ab. Da haben wir immer noch so einen Fizzle-Fehler. Und wir können durch noch eine Schicht. Seine Hand zuckt aus. Und wir gehen heim. Mehr gibt's nicht. Das ist die Beta von 2005 gewesen. Ihr könntet euch entscheiden, ob ihr das haben könnt. Ihr könnt es einfach in die Kommentare schreiben. Also mir macht's eigentlich wenig Spaß, weil ich habe eh das volle Spiel jetzt. Falls ihr das jetzt zum Beispiel die Beta haben wollt, ihr braucht dazu das originale Portal. Wirklich, ihr braucht das originale Portal, weil sonst ist es euch nicht. Man kann das nicht einfach so spielen. Jetzt will ich mir erstmal meine Textur anschauen, weil die fehlt so elendig. Die sieht so schrecklich aus. Und ja, sie ist kaputt. Die Textur ist schwarz, orange. Naja, schreibt in eure Kommentare. Und lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Sonst kann ich nicht Abos bekommen oder sonst was. So können viele Leute nicht sehen, was ich mich ja alles reinbringe. Das war auf jeden Fall die Portal 2005 Beta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Hoodie Player. Ja. Peace out.